Zombie Apocalypse. Schon wieder ist ein Jahr zu Ende und ein neues Jahr startet und wir starten natürlich direkt durch mit der Feuerwehr Meiringen. Also erstmal schön, dass du wieder mit dabei bist, lieber Zuschauer, hier bei einer neuen Folge auf meinen guten YouTube-Kanal. Willkommen zusammen zu einer neuen Folge. So. Ich muss erstmal so ein bisschen was aufklären. Also das sieht hier ein bisschen kuddelwuddel gerade aus noch. Hier läuft gerade aktuell schon der Motor, den lasse ich mal kurz ein bisschen warm laufen vom Rosenbauer AT3. Ja, denn dieses Fahrzeug möchte ich gerne einmal tauschen. It's time to change, ne? Das wurde mir so oft unter meinen letzten Videos geschrieben. Paul, kannst du das Fahrzeug gleich mal wechseln oder tauschen mit dem GTLF? Ich dachte mir so, ja, komm, pass mal auf, das machen wir auch. Das tauschen wir am besten mal rüber. Und dann haben wir sozusagen alles einheitlich. Also das macht dann auch mehr Sinn. Und eine Sache, die ist mir bisher gar nicht aufgefallen so wirklich, obwohl es eigentlich auch mehr Sinn machen würde, wenn man diese Fahrzeuge, diese vier Fahrzeuge, die vor mir stehen, dass man die einfach in Richtung Straße dreht. Aber wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Ganz einfach. Ich hatte hier vor kurzem, wo ich den ersten, ich sag mal, in Anführungsstrichen Einsatz hatte, also diesen Übungseinsatz mit diesem demolierten Fahrzeug, was hier stand, da habe ich einfach alle Fahrzeuge in Richtung Betriebshof gestellt, also Wirtschaftshof, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann habe ich einfach alle so stehen lassen, weil die Autos standen ja auch so und ich dachte mir so, warum sollte ich das jetzt ändern? Aber die kann ich natürlich auch noch einmal umdrehen, dass sozusagen alle Fahrzeuge auch in Richtung Straße stehen. Weil das macht einfach mehr Sinn, da habt ihr völlig recht. Da spart man sich auch ein bisschen Fahrtweg, denn der Hof ist jetzt auch gar nicht so klein, ne? Und ja, ich habe eigentlich auch gar nicht weiter daran gedacht, irgendwie das irgendwie in Richtung Straße zu stellen. Aber schön, dass es euch gibt, liebe Freunde, dass ihr mir das auch sagen könnt. Also das ist wirklich tipptopp, dass es immer wieder so aufmerksame Zuschauer von euch da draußen gibt, die meine Videos auch tagtäglich schauen, die vielleicht auch bis zum Schluss ansehen und mir sozusagen dann auch Infos dalassen. Das finde ich immer richtig nett von euch. Das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Und dann kann man euch zum Teil auch so ein bisschen in den Singleplayer mitnehmen, obwohl das gar nicht so einfach ist. Naja, gut. Dann müssen wir erstmal einen Plan schmieden, wie wir am besten jetzt hier alles umstellen. Das sollte ja schon alles irgendwie so funktionieren, dass das auch alles gleich Sinn macht. Apropos, bevor ich das noch vergesse, wir haben auch Besuch heute von der Feuerwehr Bad Löwenburg. Die sind hier irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, die wollten irgendwie helfen oder so. Also sie wollten uns besuchen. Es gibt da aber eine kleine Info von der Feuerwehr Bad Löwenburg, dass die bisher noch keine eigene Feuerwache haben. Ich weiß, da steht ein ELW drin, aber der war ja bloß zum Anschauen da. Ob der drin bleibt, das kann ich euch noch gar nicht versprechen. Aber das ist hier ein Schlauchwagen von dieser Feuerwehr, die es bisher noch gar nicht so gibt. Die Fahrzeuge werden gerade alle zusammengesucht und dann wird es ja hoffentlich bald auch schon losgehen mit einer zweiten Feuerwache. Aber ich glaube, das wird, wie gesagt, noch ein bisschen dauern. Schade eigentlich, ne? Ist ein schönes Fahrzeug. Also wirklich, tipptopp. Das Teil, das hat schon was. Also endlich mal wieder so ein Schlauchwagen, so ein schönes Teil im LS17, gab es schon lange nicht mehr. So, okay, dann würde ich mal sagen, stellen wir erstmal die Seite um hier, also erstmal hier den Einsatzleitwagen in Richtung Straße. Das ist also so ärgerlich, ne, dass man das nicht gleich gemacht hat, aber das sah halt beim ersten Video richtig cool aus, wo alle Fahrzeuge halt in die gleiche Richtung schauen und stehen. Das hat schon irgendwie was gehabt. So, das ist natürlich euer Lieblingsauto hier, der Rosenbauer AT3. Ein schönes Teil, ehrlich. Das macht immer wieder Spaß damit. Ein schöner Schlitten ist das. So, machen wir ihn erstmal wieder zu. Stellen erstmal die Fahrzeuge auch nochmal komplett andersrum. Und dann haben wir endlich mal eine außergewöhnliche Feuerwache, die dann auch sofort einsatzbereit ist. Endlich geht's voran, Leute. Endlich, endlich, endlich. So. Den Logistiker stelle ich am besten mal so hin hier, neben den ELW und das GTLF ganz nach außen. Finde ich, sieht einfach ein bisschen besser aus. So, den GWG stelle ich genau daneben. Boah, ich hoffe mal, der rückt noch irgendwann aus demnächst. Will nicht, dass hier einstaubt, dass die Fahrzeuge irgendwann noch rosten oder so.
Ja, also ihr lacht jetzt sicherlich, aber das gab es schon in meinen älteren Projekten im LS17, dass wirklich Fahrzeuge nur rumgestanden haben, weil man halt nicht keine Einsätze hatte. Man hat dann natürlich die Dienstabende abgearbeitet, hat da seine einzelnen Übungseinsätze gestaltet, sage ich mal, und das war es dann eigentlich schon. Dann ist das Fahrzeug jetzt zurück in die Feuerwache gegangen, auf seinen gewohnten Stellplatz, und das war es dann eigentlich auch schon. Da hat sich dann weiter nichts geändert. Ich hoffe mal nicht, dass es hier auch so der Fall sein wird, aber... Obwohl, das ist ja hier eine Stadt Meiringen, also das ist halt schon eine gigantisch große Stadt, da gibt es halt immer irgendwas zu tun, und wenn man das gerade schon hier sieht, so viele große Gebäude, da kann auch schnell mal was passieren. Also, naja, ich bin gespannt, und wenn die Stadt sich schon entscheidet, eine zweite Feuerwehr aufzumachen, dann heißt es, denke ich mal, auch schon irgendwas, dass man da, weiß ich nicht, auch einsatzbereit sein muss, denn ab so und so viel Einwohnern muss natürlich eine Berufsfeuerwehr her. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber... Man hat es ja gehört, die ist noch in Arbeit. Also die sind anscheinend da gar nicht so schnell dran irgendwie. Die ganze Stadt und die Feuerwache und die ganzen Feuerwehrleute. Keine Ahnung. Also das muss ja alles schon einen Grund haben, warum das so ist. Vielleicht wird da noch irgendwas gebaut. Denn vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo ich die Feuerwache auch so ein bisschen vorgestellt habe. Das ist jetzt auch nicht mehr die modernste Feuerwache. Vielleicht wird da noch irgendwas saniert oder so. Vielleicht etwas umgebaut. Das kann ja alles möglich sein. Aber das werden wir sicherlich bald rausfinden, wenn wir... Oh, ich freue mich schon, ehrlich. Wenn die Feuerwache dann endlich eröffnet, dann können wir vielleicht mal rüberfahren mit unseren Fahrzeugen, mit der Feuerwehr Meiringen, und da vielleicht ein paar Fahrzeuge einfach mal vorstellen. Boah, das darauf freue ich mich schon. Das ist cool. Bin schon gespannt, wenn wir eigentlich das Go bekommen und da hinfahren können. Dann heißt es für uns bloß noch, keine Einsätze fahren, wir gehen erstmal rüber in die Nachbarfeuerwache. Ja, da bin ich aber gespannt, was uns dort noch entgegenflattern kommt, was gerade die neue Feuerwache betrifft. Aber das ist schon cool irgendwie, ne? So zwei große Feuerwachen zu haben, wo man dann sozusagen auch Einsätze fährt. Dann kann man halt auch mal switchen zwischen zwei Feuerwachen, vielleicht auch beide mal ausrücken lassen. Nicht komplett, ne? Also das muss ja ein großer Einsatz sein dann, Alter. Also das denke ich mal nicht. Mal schauen, was uns alles noch so erreichen wird für einen Einsatz. So. Boah, da passt noch gerade so jemand durch. Also das ist krass. Also die Drehleiter ist wirklich verdammt groß und lang. Und die Tore, guck mal, das ist sowas von knapp. Oh, ja, das war vielleicht ein bisschen zu knapp, das Ganze. Müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach vorne. Also da musst du wirklich aufpassen. Weil das wirklich ganz schön eng ist, das Ganze hier. So, fahr einfach bis vorne ran. Dann müsste das eigentlich auch theoretisch hier zugehen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier öffne. Da passiert gar nichts. Wunderbar. Ey, guckt euch das an. Ich komme hier gar nicht mehr durch. Wahnsinn. Das nimmt hier so viel Platz ein, das Ding. Dieser große Koloss. So, jetzt müsste ich eigentlich alles haben, ne? Ich speichere mal ganz kurz ab. Der Schlauchwagen wird ja sicherlich gleich abrücken wieder. Die kann ich euch gerne mal zeigen. Also der steht hier so ganz verführerisch erstmal vorne auf den Hof. Und der hat natürlich auch sehr viele Funktionen. Aber zu den Funktionen komme ich dann später. Ich zeige euch den bloß mal ganz kurz, wie er hier steht. Finde ich auch cool, dass hier drei Leute mit rein können. Das ist mega, mega cool und sehr sinnvoll. Dann hat jeder seine Aufgabe, kann die einzelnen Schläuche rausholen und so weiter. Das ist schon echt Wahnsinn. Ist halt ein Schlauchwagen, ne? Auch schönes Logo. Das gefällt mir. Das ist ein schönes Löwenlogo. Macht auch Sinn bei Löwenburg, ne? Steckt ja schon der Name drin. Löwe. Okay. So. Liebe Freunde, umgezogen bin ich ja schon. Also ich bin ja hier schon seit mehreren Stunden aktiv im Dienst. Heute nehme ich euch mit auf einen neuen Einsatz. Es gibt natürlich einen, ne? Es ist heute aber nicht so groß wie sonst. Ich habe es gerade schon gesehen auf den Einsatzfax. Wir haben einen Containerbrand. Ein Containerbrand neben einer Haltestelle. Das ist auch gar nicht so weit weg. Und deshalb rücken wir doch auch erstmal mit einem Fahrzeug aus. Nämlich mit unserem wunderschönen Elef. Das gute alte LF20. Ich muss mal kurz gucken, ist hier alles drin? Muss mal kurz, ja, öffnen. Irgendwas hat hier letztens geklappert. Auch gerade habe ich es wieder gemerkt, wo ich das Fahrzeug hier einmal umgedreht habe. Ey, mach mir keine Angst. Also, ich fahre gleich mit einem anderen Fahrzeug. Hier hat irgendwas geklappert, geklimpert. Ich habe keine Ahnung. Hier muss ja irgendwas lose drin sein. Naja, vielleicht erfahren wir das gleich, was das ist. Das darf nicht wahr sein, ne? Dass jetzt hier irgendwas nicht so ganz funktioniert, wie es soll. Ich bin gespannt. Okay, Leute, also Brand, Container.
naheliegend einer Bushaltestelle. 11:20 rückt aus, geht auf Status 3, Anfahrt zum Einsatzort. Es geht auf die Hauptstraße 1 hier in Meiringen. Das ist eigentlich zum größten Teil nur Hauptstraße. Es gibt natürlich auch noch verschiedene Nebenstraßen. Aber es ist ja schön, dass wir hier wenigstens auf der Hauptstraße bleiben. So, der Bus ist da. Bitte einmal einsteigen. Würde fast passen, ne? Aber nee, wir sind hier kein Busunternehmen. So. Wir sind auf Status 4 gegangen. Wir sind am Einsatzort eingetroffen. Schauen uns erstmal, was wir hier haben. Das ist aber ein großer Container, ne? Der ist ja fast so groß wie die Haltestelle, Mensch. Der ist ja größer als ich. Was haben die denn für gigantische Abfallbehälter hier? Vielleicht ist das angepasst auf die Häuser. Das kann auch sein. Wahnsinn. Wenn man schon mal davor steht, ne? Ey, das muss ja so bescheuert rüberkommen. Jetzt stelle ich mir erstmal hier von so einem brennenden Müllcontainer und bewundere das Ding erstmal, weil das so groß ist. Oh Gott, Alter. Ich habe Probleme. Okay, Leute. Wir sind am Einsatzort eingetroffen. Die Heckpumpe wird erstmal in Stellung gebracht. Die Haspin habe ich erstmal zur Seite gestellt. Und wir werden jetzt hier erstmal die Gerätefächer öffnen. Das wurde mir auch manchmal unter meinen Videos geschrieben. Nicht immer. Es kommt vor. Aber manchmal sehe ich das halt auch immer wieder unter meinen neuesten Videos, dass dann sozusagen Leute schreiben, warum öffnest du alle Gerätetore? Öffne doch einfach Gerätetore, die für den Einsatz angepasst sind. Dann braucht man nicht alles. Ist im echten Leben auch so. Ja, das ist mir schon völlig klar. Das ist total richtig, was ihr da schreibt, Leute. Das ist alles schön und gut. Aber ich möchte halt meine Videos so ein bisschen anschaulicher gestalten. Da möchte ich halt nicht alles so machen wie original im echten Leben. Das ist jetzt ja sowieso nicht. Weil, wie man weiß, das ist ja eigentlich eine landwirtschaftliche Simulation. Ich spiele das hier mit einer Erweiterung, mit mehreren Feuerwehrmodifikationen. Da kann man das natürlich nicht alles original rüberbringen. Aber ich finde es halt immer wirklich sehr schön für andere Leute, dass man auch alles öffnet, dass man komplett sich das anschauen kann. Weil wisst ihr, wie langweilig das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel nur, ich sag mal, die TH-Seite habe hier, alles runter habe, guckt mal, wie langweilig das ist. Wenn ich jetzt hier stehe, es ist einfach alles grau, das ist doch blöd. Das macht doch viel mehr Spaß, wenn das offen ist, man alles sehen kann. Ich weiß nicht, wo das Problem daran ist. Ich verstehe es nicht. Also manche nehmen das einfach viel, viel zu ernst. Kann man natürlich machen, man kann ernst sein, aber warum? Es macht doch viel, viel mehr Spaß, sich das Video anzuschauen, wenn man auch was zum Anschauen hat, ne? Wenn man halt auch ein bisschen Späße macht. Das ist doch viel, viel besser. Aber ich weiß nicht. Also manche Leute sind da halt so ein bisschen zu streng. Sei nicht zu streng zu dir selbst, verdammt. Okay, Leute. Das waren mal kurze Infos an euch. Wir gehen erstmal hier zur Brandbekämpfung vor. Der, wie man gerade unschwer erkannt hat, brennt da gerade ein Müllcontainer. Nee, wartet mal. Wir nehmen mal... Nehmen wir die? Oder nehmen wir... Nee, komm, wir nehmen mal die. Da steht auch Feuerwehr drauf. Finde ich besser. Stellen wir mal hier hinten hin, so... Zack. Und doch, warte mal, die Pylonen nehmen wir auch noch. Selbstverständlich. Da können wir auch hier nochmal ein bisschen die Straße absichern. Das können wir gerne machen. So. Das haben wir. Und dann können wir auch gleich hier gleich ein paar Sachen noch platzieren. Also natürlich ein paar Feuerwehrleute. Die sollten wir natürlich hier nicht vergessen. Wir müssen bloß noch die richtigen Leute auch erstmal finden. Nee, das waren sie nicht. Ach, hier sind sie ja schon. So, dann haben wir erstmal hier den Gruppenführer. Der klärt erstmal hier den Brand auf. Das ist alles schön und gut. Ist uns aber schon selber aufgefallen, dass wir den erstmal löschen müssen. Also, da muss uns auch jetzt niemand reinreden oder so. Verdammt. So, das haben wir. Dann haben wir hier noch den Angestrupp. Der macht sich erstmal bereit und geht hier zur Brandbekämpfung vor. Bin ich jetzt... Ach nee, doch nicht. Guck mal, das passt ja... Boah, guck mal, wie gut das passt. Das ist genau parallel mit den Pylonen und mit dem C-Schlauch. Wahnsinn. Halt super gemacht, ne? Cool. So, die Polizei ist selbstverständlich auch vor Ort. Die ist hier gerade eingetrudelt. Da stehen sie bereit. Dann haben wir natürlich auch noch ein paar Polizeileute.
Polizist, Polizistin, das ist Männlein und Weiblein, die stehen hier bereit, müssen natürlich das klären, ne? Das passiert ja nicht einfach ohne Grund, dass einfach hier so ein Container anfängt zu brennen. Das sollte ja schon erstmal abgeklärt werden, warum das Ding jetzt hier gerade in Brand ausgebrochen ist. So, denn wir sind ja hier nicht in Notruf, ne? Da, wo die Polizei im Einsatzbericht steht, aber gar nicht da war. Also, das macht ja auch gar keinen Sinn so richtig. So, okay. Dann hole ich mir jetzt bloß noch eine Sache aus dem Fahrzeug, sage ich mal. Das ist ja hier das Beste vom Besten. Also ich mache das immer anschaulicher, sage ich mal. Ich hole mal so eine platzierbare TS raus. Obwohl in diesem Fahrzeug keine TS drin ist, ist da eine drin. Nee, das war der Generator. Hier war keine TS drin. Okay, dann kann man sozusagen auch mal selber hier den Brand bekämpfen. Die einzelnen Glutnester noch löschen. Also da wird auch gar nicht viel übrig sein. Das brennt hier bis runter zum Metall, was natürlich nicht so schnell anfängt zu brennen. Oder was nicht so schnell runter brennt. Und dann war es das. Also das Plastik, das geht sehr schnell runter. Also sieht man auch hier deutlich auf der rechten Seite hingezogen, ist das ganze Plastik auch schon komplett runtergebrannt. Das dauert natürlich auch nicht lange, wenn natürlich die Maximaltemperatur erreicht ist, dann geht das schon schnell. So. Dann haben wir das erstmal erfolgreich bekämpft. Der Brand ist aus und wir packen jetzt erstmal wieder zusammen. Das mache ich natürlich jetzt sofort. Wir gehen erstmal hier auf Angestrupp. Feuerwehrmann, der steht hier hinten. Zack. Wäre richtig cool, wenn man sagt, aufsitzen. Aber das klappt halt nicht so wirklich. Also ich kann es natürlich sagen, so ist es nicht. Aber man muss sie halt verkaufen in diesem Sinne. Da merkt man auch mal, das ist leider keine richtige Feuerwehrsimulation. Also das sind alles platzierbare Modifikationen, die natürlich so gehandhabt werden. Da kannst du nicht sagen, aufsitzen und das war's dann. Nee, das geht so nicht. So, Tragkraftspritze auch noch rein. Die Polizei bleibt erstmal vor Ort. Ach, der Polizist ist nach oben hingelaufen anscheinend, ja. Okay. Dann haben wir jetzt bloß noch die Gerätefächer. Die Geräteräume. So, Haspeln sind dran. Dann haben wir bloß noch die rechte Seite, die TH-Seite. Die bräuchten wir eigentlich gar nicht. Aber Hygienefach ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich gleich zu Anfang geöffnet. Das haben wir hier. Desinfektion, Seife, Wasser, ist das alles drin. Wenn man halt mehr Wasser braucht, ist da halt immer noch ein Standrohr. Das kannst du auch noch aufbauen, um die Hände zu waschen. Das ist schon schön irgendwie. So. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück ins Fahrzeug. So, dann geht es jetzt erstmal zurück. Zurück auf die Feuerwache. Die Pylonen bleiben erstmal stehen und das Feuerwehrschild. Das ist ja sowieso von der Polizei, naja, außer das Feuerwehrschild. Das sollten wir aber erstmal stehen lassen. So, wir rücken wieder ein. Und fahren erstmal zurück zu den anderen Kameraden. Ich glaube, es gibt jetzt gleich Mittag. Ach, um 20.26 Uhr, da gibt es Mittag. Nee. Ich glaube, da gibt es gleich Abendbrot. Ich glaube, die meisten haben sowieso schon gefuttert. Bin mal gespannt, was da jetzt gleich rauskommt. Ob die netten Kameraden mir was übrig gelassen haben. Also meistens ist es so, da hast du halt bloß nur das Trockene. Also wirklich, wenn es Fleisch gibt oder so, man mehrere Stunden weg ist, mal wiederkommt, ist es entweder kalt oder halt richtig trocken. Manchmal auch beides. So, Licht brauchen wir jetzt erstmal nicht. Mal gucken. Vielleicht ist noch übrig für einen Kaffee oder so, dass wir da was abbekommen. Das werden wir sicherlich hier gleich sehen. Wir sind erstmal wieder auf der Feuerwache. Der Einsatz ist abgeschlossen. Die Feuerwehr Löwenburg ist immer noch da. Da ist ja was los. Kann auch sein, dass die irgendwie neue Schläuche gebracht haben mit den Schlauchwagen. Das haben wir auch öfters, dass die uns halt unterstützen, obwohl die Feuerwache noch gar nicht offen hat oder noch nicht geöffnet hat. Das könnte sein, ne? So wie es aussah gerade. Ich muss mal kurz gucken, wo wir am besten jetzt hier hinlaufen. Hier ist ja der Fitnessraum. Hier gibt es ja gar nicht so viele Räume. Da ist die Feuerwehr Löwenburg natürlich ein bisschen besser. Ach, guck mal. Ja, doch. Die haben Schläuche gebracht. Okay, das dauert anscheinend noch ein bisschen.
So, hier geht's ja nochmal nach oben. Können wir auch gleich mal machen. So, hier sind wieder sehr, sehr viele Türen und Tore. Also hier ist ja wirklich alles verdammt groß. Hier ist nochmal ein Raum. Das ist schon cool irgendwie. Hier verläuft man sich so schnell. Wenn man nicht weiß, wo die Treppe ist, dann ist schon irgendwann Ende. Hier ist die gute alte Leitstelle. Also da hinten. Hier ist nochmal so ein kleiner Ausruhraum. Entspannungsräumchen. So, ich guck mal ganz kurz. So. Gut. Also hier ist alles tippitoppi. Ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, mir einen Kaffee holen und dann wird es erstmal ja, losgehen, hoffe ich mal, zum Essen. Wenn nicht, werde ich mir erstmal aufs Ohr legen und dann abwarten, ob wir gleich noch einen neuen Einsatz reinbekommen werden oder nicht. Aber auf jeden Fall sieht man erstmal, es wird dunkel. Und dieses Video habe ich heute mal ein bisschen anders gestaltet. Also gerade auch das Umwirtschaften auf den Hof hier, die Fahrzeuge in Richtung Straße stellen. Das hat natürlich auch schon so ein bisschen gedauert. Dennoch, dieser Containerbrand, das ging ja eigentlich noch richtig schnell. Und ja, ich hoffe, dir hat es wieder gefallen, lieber Zuschauer. Wenn ja, du kannst mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mir schon natürlich sehr, sehr freuen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch schon bald wieder in der nächsten Folge vom LS17 mit der Feuerwehrmod, mit der Feuerwehr Meiringen und Bad Löwenburg. Und wenn ja, dann lass mir gerne ein Däumchen oben da, kommentiert dieses Video und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Mach's gut, lieber Zuschauer, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.